So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ich wieder da bin. Nein, ich meine natürlich schön, dass ihr wieder reinschaut, ist ja klar. So, wo fange ich an? Was will ich sagen? Warum mache ich dieses Video hier? Keine Ahnung. Und tschüss. War natürlich ein Witzchen. Okay, Leute. Als ich die letzte Post ausgepackt habe, hat mir die liebe Michaela einen leckeren Müsli-Riegel plus dieses kleine Schächtelchen mit reingelegt. Und zwar von den frechen Freunden hier, Rosa Rosinchen. Man kann es kaum erkennen, aber so sieht's aus. Ja, und die Gute hat mich daran erinnert, dass ich längst mal einen Geschmackstest mit diesen frechen Freundchen hier machen wollte. Und zwar zusammen mit Schatzele. So, drum habe ich jetzt gar nicht mehr lange gefackelt und habe mir hier einfach einen ganzen Karton voll mit frechen Freundchen bestellt. Kam heute an und da will ich jetzt einfach mal kurz reinschauen, was ich überhaupt alles bekommen habe, denn ich habe keine Ahnung. Ich bin auf die Seite, habe da, zack, 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 überall mal draufgeklickt und ja, das ist jetzt hier anscheinend alles drin. Ja, habe den Karton schon geöffnet, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Sprich, mir fehlen die Details und das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz zusammen an. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auch wirklich drauf. Und dafür ist die Michaela verantwortlich. Ja, so sieht's aus. Und warum fällt mir jedes Mal, wenn ich Michaela sage, dieser alte Schlager von Bata Illich ein? Oh mein Gott. Ne, hier, ihr wisst schon. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein. Michaela. Aha. Oh mein Gott. Schlager, Leute, Schlager. Oh nein. Das verfolgt dich. Du hörst es einmal und du kriegst nie wieder aus dem Kopf. Ja, wundert euch das? Warum ich heute solche Videos mache? Wow. Altes Gemüse, boah. Schlager, ne? Überhaupt nicht meine Welt, aber du kriegst einfach nicht mehr aus der Birne. Und hier schließt sich auch schon wieder der Kreis Birne, Obst, Gemüse und die frechen Freunde von Erdbeer. Ja, Erdbeer. Nicht Erdbeer, sondern Erdbeer. Hier in unserem Kartönsken. Also, lange Rede, lasst uns reingucken. Ich habe keine Ahnung, was ich bestellt habe, Leute. Echt, ich habe keine Ahnung. Also, es bleibt spannend. Lasst uns pflücken. Ich meine natürlich anschauen. Lasst uns anschauen. Okay, also eines muss ich ja mal sagen, ne? Total witzige Aufkleberchen, ne? Guckt euch das an. Total goldig. Was steht hier? Alles mit Obst und Gemüse, ideal für unterwegs und frei von Zusätzen. Ja, und wir haben hier 100% Bio. Also, dann lasst uns mal hier reingucken. Ach Gott, was haben wir denn hier? Ja, das, ich glaube, ich schmeiß mich weg. Was ist das hier? Was? Freches Magazin? Ist ja cool. Ne, das ist übrigens das Typische für Erdbeer. Ne, hier. Erdbeer. Diese Augen auf dem Obst. Das ist natürlich nicht zufällig, sondern soll natürlich auch Kids, Jugendliche dazu bringen, mal ein bisschen mehr nach Obst und Gemüse zu schauen, denn das Zeug schmeckt eigentlich gar nicht schlecht. Ich sage das jetzt absichtlich so provokant, denn ich bin mit Obst und Gemüse groß geworden. Alleine durch unsere riesen Gärten, ja, und mein Vater hat Obst und Gemüse angebaut wie ein Wahnsinniger. Und heute sehe ich aus wie eine Kartoffel. Ja, schön, was für ein Schicksal, toll. Übrigens, Erdbeere, wusstet ihr, dass Erdbeeren gar nicht für uns Menschen wachsen, sondern für, na, hm, für wen? Richtig. Für Schnecken. Schnecken lieben Erdbeeren und Erdbeeren lieben Schnecken. Denn Schnecken, die fressen diese kleinen Körnchen hier drin. Das sind Samen. Und wenn die Schnecke unterwegs mal wieder... Hä? Ne? Dann wächst da ein neues Erdbeerpflänzchen. Ist das nicht cool? Ich finde es mega cool. So, hier, was enttarnt? Edda Erdbeere ist gar keine Beere. Nein, ist auch nicht. Denn eine Erdbeere ist eine... Oh, jetzt weiß ich es gar nicht. Ich glaube, Scheinfrucht. Kann das sein? Ist gar nicht wirklich eine Frucht. Und schmeckt trotzdem fruchtig. Was haben wir hier noch stehen? Was Alfred Apfel verrät? So habe ich 85% meines Körpergewichts verloren. Wie geil ist das denn?
muss ich lesen. Soll ich mir unbedingt mal zu Herzen nehmen. Boah, ich muss abnehmen ohne Ende. Was haben wir hier? Bob Banane gesteht, ich mache ganz viel Quatsch. Guckt euch das an, was? Und hier haben wir noch abgetaucht. Wo ist Karl Karotte? Hat er etwas zu verheimlichen? Leute, es ist so Knaller, was so zwei Wackelaugen hier bewirken können, ne? Hammer, was haben wir denn hier noch alles drin? Klasse, was? Hallo? Wir sind's, deine frechen Freunde. Wir möchten dir helfen, eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse aufzubauen. In diesem Magazin kannst du die bunte Vielfalt der frechen Freunde entdecken, erfahre, welche Farbe die frechen Freunde haben, verpasse Alfred Apfel ein bananenstarke Sonnenbrille und lerne, wieso Edda Erdbeere eigentlich keine Beere ist. Ah, okay, cool. Wir wünschen dir fruchtigen Spaß beim Malen, Rätseln, Lesen und Entdecken. Noch mehr Spiel und Dampfspaß finden freche Fans übrigens auf www.frechefreunde.de. Fruchtige Grüße, deine frechen Freunde. Ja, cool. Echt goldig gemacht. Was hilft Alfred Apfel über die Obstwiese? Ja, wie geil ist das denn? Ey? Hammer. Zählen mit den frechen Freunden. Oh, das ist doch cool, oder? Also auch was für die Kids. Ausmalen mit den frechen Freunden. Yay. Aber hallo, ein kreatives Beiheftchen hier. Rätselspaß mit den frechen Freunden. Oh, Rupi ist auch da. Guckt's euch an. Klasse Bild. Vervollständige die Figur. Ah, mega. Dann haben wir hier was? Bilderrätsel. Okay. Das Obst- und Gemüse-ABC. Wow, nicht schlecht. Also ein echt nettes, kleines Magazin, muss ich schon sagen. Was? 10 freche Fakten über Edda Erdbeere. Na, das ist ja wohl hammermäßig. Muss ich gleich lesen. Interessiert mich. Was Rezept, Edda, stapel dich? Quarkspeise. Ist ja schon ein bisschen derb, ne? Erst schließt du Freundschaft mit Edda Erdbeere und dann schnipfelst du den Quark. Das ist ja... ja, auch ein bisschen derb, ne? Bobs Bananenquatsch. Was haben wir hier? Witze. Wie, was? Was ist orange und läuft den Berg hoch? Eine Wanderine. Oh mein Gott. Ja, nee, ist witzig, ne? Lerne lesen mit Hansi Himbeere. Was? Eines Morgens fragte sich Rupi, welche Farbe er haben würde, sobald er in der Sonne gereift ist. Noch war er nämlich ganz blass. Genau, genau das bin ich. Das ist ja der Hammer. Cool, klasse. Also auch noch eine Geschichte. Ja, megamäßig. Alfred Apfel experimentiert. Das ist einfach nur der Knüller, echt. Dann auch noch ein Rezept. Gemüsige Vollkornpfannkuchen. Oh, Pfannkuchen, lecker. Könnte ich Tag und Nacht essen, ohne Unterbrechung. Njam, 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 njam. Oh, lecker Blumenkohl. Megamäßig. Wow, das mit einer weißen Soße und Pfannkuchen. Und noch ein paar Pilzchen rein. Oh, mega lecker. Und hier haben wir noch... freche Freunde, Ausschneidgedöns, Dinger, Hut, Brille, Blümchen, Schnoppart, klasse, könnt ihr Früchten ankleben oder so irgendwie. Hat ich ja total nett gemacht. Ja, cool, ein freches Fanmagazin zu den frechen Freunden. Ja, das ist ja mega goldig. Okay, dann lasst uns hier mal echt reinschauen, was ich alles hier gekriegt habe. Wow, was haben wir da? Das sind Aufkleber, oder? Freche Aufkleber, natürlich. Ach Gott, ist das goldig hier. Und die haben alle Namen, ne? Mike Mais, Katharina Kürbis, Bob Banane und Edda Erdbeere. Und Pipi Blaubeere, Leute. Ja, klasse. Also Aufkleberchen dabei. Was haben wir hier? Hier haben wir lauter Kärtchen. Eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse. Ah, hier hat's Fakten drauf. Fakten über... Kokosnuss, was haben wir hier? Fakten über Karl Karotte, guckt euch das an, ist ja der Hammer. Moore, Rübe und Karotte. Ach, hier ist sogar was mit Vitaminpower, Energieschub und Wackelaugenfaktor, bitte, was? Was haben wir hier noch? Franzi Feige, oh, wir haben sogar einen Feigenbaum hier im Garten. Und wenn wir einen milden Winter haben, dann kriegen wir auch richtig, richtig viele Feigen, denn Feigen... kriegen immer 2 Fruchtstände im Jahr, ne? Das heißt, du kannst in einem Jahr ernten und da kommen dann schon die frischen Feigen raus fürs nächste Jahr, aber nur wenn der Winter nicht zu kalt wird. Ja, cool, klasse, okay. Kärtchen und hier, ach Gott, Wackelaugen. Ja, Hammer, das sind die Wackelaugen, die ihr auf Früchte hier kleben könnt. Das muss ich mal mit dem Apfel machen, das ist ja echt... also mega goldig, wow. Habe ich nicht bestellt, haben sie einfach so mit reingelegt. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, was ich hier alles drin habe, ne? Und das, wie schon gesagt, werde ich alles mit Schatzele verkosten. Na, dann fange ich doch hier mal an.
So, alles einfach mal kurz so angucken. Ich bin ja heute hier so der Müsli-Man, Wopi. Und hier haben wir erdbeerfreche Freunde. 100% Banane und Himbeere. Knackige Fruchtstückchen. Ja, bin ich sehr gespannt. Was geeignet ab einem Jahr? Cool, mit Druckverschluss. Wow. Ich darf euch sagen, die Tütchen sind gar nicht teuer. Die haben nur ein paar Cent gekostet. Darum habe ich mir gedacht, ja komm, hier einfach mal probieren. Was habe ich hier drin? Hier Knusper-Erdbeerchen. Mais, Banane und Erdbeere. Der Snack zum Knuspern. Also ist schon echt goldig mit den Augen, oder? Glaubt man gar nicht, dass das alles so ausmacht. Und so sieht es aus. Oh, sind das Herzele? Herzchen zum Knabbern. Ja, gar nicht schlecht. Ich finde es halt schon ein echt toller Ansatz, den die Leute, die hinter den frechen Freunde stehen, haben. Und ich finde das vor allem auch wirklich unterstützenswert, ne? Muss man auch mal sagen. Bio ohne Zusatzstoffe. Und hier haben wir 100% Mais und Erbsen. Knackiges Gemüse. Ich meine, ich esse ja alles am liebsten frisch, ne? Aber das interessiert mich jetzt einfach doch mal. So, weiter geht's. Dann habe ich hier Müsli-Riegel. So ein Riegel hat mir ja schon die Michaela geschickt, allerdings eine andere Sorte. Und hier habe ich frecher Getreideriegel, Apfel und Karotte. Sind gleich 4 Stück. Okay, werden wir probieren. Hammer. Dann habe ich hier 100% Erdbeere, knackige Fruchtstückchen, also getrocknete Erdbeeren. Bin ich auch mal gespannt, wie das schmeckt. Habe ich noch nie gegessen. Dann gibt es hier Rosinchen-Fruchtmix. Ach, das sind die kleinen. Guckt euch das an. Das sind die kleinen Streichholzschächtelchen, sage ich immer. Und hier sind ganz verschiedene Fruchtmischungen drin. Nämlich Rosinchen, Aprikose, Apfel, Birne, Feige. Ja, auch da bin ich sehr gespannt. Hier steht es ja auch. 5-mal freche Freunde zum Sammeln. Ja, wie cool ist das denn? Super. So, dann gibt's hier Kekse und zwar Apfel- und Ingwer-Keks. Ne, ich bin ja jetzt wirklich kein Ingwer-Fan, aber bin echt gespannt, wie das schmeckt. Apfel und Ingwer. Gut, okay. Dann noch was zum Knabbern und zwar freche Freunde. Und zwar hier, ne, freche Brezeln, Kichererbse, der Snack zum Knabbern. Mit Dinkel, yay, sehr gut. Guckt euch das an, ist das nicht goldig gemacht? Ich finde auch die Tüten sind total putzig gestaltet, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und hier sieht man die Brezelchen sogar durch. Goldig, echt goldig gemacht. Da freut sich auch Schatzele. So, jetzt wird's noch krasser und zwar habe ich hier Knusper-Reiswaffeln, Apfel, schwarze Karotte, Leute, und Blaubeere, auch Snack zum Knuspern. Guckt euch das an. Schwarze Karotte, habt ihr das schon mal gegessen? Und ja, so sehen die Reiswaffeln aus, ne? Ist ja wirklich interessant. Ja, Blaubeeren bzw. Heidelbeeren haben wir auch im Wald. Dieses Jahr allerdings relativ wenig, weil es so trocken war. So, noch eine andere Tüte. Hier habe ich 100% Apfel und Blaubeere. Knackige Fruchtstückchen. Ich bin echt gespannt, wie das getrocknet schmeckt. Und hier immer wieder verschließbar das Ganze. Ja, cool. Und das Schöne ist halt, hier sind keine Zusatzstoffe drin. Das ist, besser geht's gar nicht, ne? Ich meine, klar, ich habe hier auch einen Dürrautomaten. Habe mir schon ganz viel getrocknete Sachen gemacht, ne? Aber das dauert halt auch immer ewig und 3 Tage, bis das Zeug trocken ist. Und ich frage mich dann immer, lohnt sich das überhaupt? Rechnet sich das überhaupt? Weil braucht ja auch Strom. Und teilweise komme ich aufs Gleiche raus, wenn du das kaufst. Ist tatsächlich so, ne? So, hier. Knusperrädchen, so sieht es aus und zwar aus Mais und Tomate. Gott, auf was lasse ich mich hier ein, ne? Das sind eigentlich alles Dinge, die Männer töten. Leute, Witz, Witz. Ich glaube, wenn ich das Joe zeigen würde, würde man die Freundschaft kündigen, ne? Obwohl, auch Joe kommt manchmal mit dem Rote-Bete-Saft an, Leute. Müsst ihr euch mal geben. Trinkt der einen Rote-Bete-Saft, ne? Vorher Bier, dann Rote-Bete-Saft. Ich denke immer, großer Gott. Was ist aus uns geworden, ja? Den Rote-Bete-Saft ist schon echt hardcore, ne? Also ich kann es echt nicht riechen. Ich kann es auch nicht essen. Das ist eines der wenigen Sachen neben Salatgurke, die ich nicht esse. Rote-Bete. So, hier haben wir Knusper-Reiswaffeln, Karotte und Apfel. Auch wieder ein Knusper-Snack. So sieht das Ganze aus. Ja, ich bin mega gespannt, wie das Ganze hier schmeckt. Dann habe ich hier noch Knusper-Flippies aus Mais und Karotte. Ja, sehen aus wie Erdnussflips ohne Zusatzstoffe.
Gepufftes Biogetreide mit Bio-Karottenpulver, okay? Also echt spannende Geschichten, muss ich schon sagen. So, und dann habe ich hier noch Knusperschnitte, Banane und Kürbis, ne? Passt natürlich aktuell zum Herbst. Lecker Kürbischen und so sehen die Dinger hier aus. Gut, ja, auch das werden wir natürlich probieren. Ja, bin megamäßig gespannt, was uns da alles erwartet an Geschmäckern. Und ja, ihr werdet live dabei sein, wenn wir das probieren. Ich lege jetzt hier alles nochmal auf den Tisch. Was ich hier bekommen habe, Hammer. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Bio auf einem Haufen. Okay, und ich kann euch sagen, ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Die Tage kommt Schatzele vorbei und dann werden wir das alles probieren und werden es natürlich auch hier hochladen und euch unsere Meinung dazu sagen. Also ich finde es klasse, dass es sowas gibt, vor allem auch, dass wir sowas entdeckt haben. Und nochmal vielen lieben Dank an die liebe Michaela, dass sie mich wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle und euch begegnet immer das, wann es euch begegnen soll, wann es Sinn macht. Ne? Von dem her, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Ja, dabei waren noch diese herrlichen Knopfaugen. Die werden wir auf den Apfel machen. Dann noch diese freche Freundekärtchen mit Fakten zu Obst und Gemüse. Dann noch ein Mega-Hammer-Aufkleber bzw. mehrere Stickers mit verschiedenen Obstsorten. Ganz, ganz goldig. Und dieses hammerfreche Fan-Magazin, wo ich jetzt sofort lesen werde. Denn ich muss natürlich unbedingt wissen, ja, wie Alfred Apfel es geschafft hat, 85% seines Körpergewichtes zu verlieren. Ja, da bin ich mega scharf drauf. Okay, also Leute, das war einfach ein kurzes Unboxing, ein kurzer Überblick, kurzer Einblick auf einen Teil des Programms von Erdbeer, den frechen Freunden und was demnächst als Geschmackstest hier kommt. Ja, also ich bin mega drauf gespannt. Bis jetzt sieht es alles hier mega lecker aus. Nettes Design, sehr originell gemacht. Alleine dafür schon mal einen Daumen hoch und überhaupt für die ganze Idee, die dahinter steckt. Ich meine, klar, wenn ihr alles frisch esst, dann ist es noch besser, ne? Aber einfach, um mal die Leute wieder auf den Geschmack zu bringen, sind solche getrockneten Sachen manchmal gar nicht mal so schlecht. Denn sowas isst man einfach mal schneller oder zwischendurch und kriegt daraufhin vielleicht auch mal Lust auf mehr. Und hat vor allem auch mal wieder eine Alternative zu dem ganzen sonstigen Quatsch, was man so in sich reinschüttet. Beziehungsweise mit was man den Körper eigentlich unnötig belastet. Und solche Geschichten machen vor allem auch mal wieder das Hirn frei. Denn je leichter der Bauch, umso leichter lässt es sich denken. Also öfters mal Gemüse schenken. Yay! Was für ein Slogan! Schon wieder 3 Millionen Euro verdient. Ja, schön wär's, Leutchen. Aber trotzdem, esst öfters mal Gemüse, dann passt euch auch eine engere Blüse. Und mit diesen wunderbaren Worten sag ich wieder ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Müsli-Man. Yay! Yeah.